Ja, ihr Lieben, so, da sind wir wieder. Ja, warum lacht Maria? Wir sitzen hier mitten in einem spanischen Dorf. In welchem Dorf, warum und wieso, erzählen wir gleich. Fakt ist jedenfalls, dass man uns in diesem Dorf ein kleines bisschen kennt. Richtig. Und dass andauernd einer ruft und schreit und kommt und knuddelt und tut und macht. Richtig. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt ein Video auf der Kette kriegen. Ja, deswegen sage ich ja nichts davon. So, also für euch. Wir haben ja schon mal kurz auf Instagram angeteasert. Warum, wieso, weshalb und wo kommt dann später. Jetzt ist später. Wir erzählen euch jetzt mal, was so gerade läuft. Fangen wir damit an, dass unser Kuschelkasten erstmal in der Werkstatt ist. Genau. Zwar schlecht und teuer, aber in der Werkstatt. Na, schlecht und teuer kann man gar nicht sagen, weil es werden jetzt die Sachen alle behoben, die bei der Auslieferung noch nicht in Ordnung waren. Das hat sich sehr, sehr lange gezogen, weil unter anderem die Tür ausgetauscht werden muss. Die ist krumm und schief und hat vom ersten Moment an nicht richtig geschlossen. Und ja, da hat man Ersatzteile bestellt und keine Ahnung, die müssen kurz über den Mond geflogen sein und dann wieder zurück. Jetzt sind sie da. Und jetzt werden sie verbaut und viele andere Sachen auch. Haben wir aber jetzt auch bewusst so gesteuert, dass wir gesagt haben, dann lassen wir das jetzt machen. Und wenn dann bei uns die Zeit wieder so ist, dass Camping auch noch mehr Spaß macht, dann ist er hoffentlich soweit komplett startklar und das Thema erledigt. So, wir haben uns stattdessen jetzt in den Flieger gesetzt und sind geflogen. Geflogen sind wir nach Malaga, aber wir sind jetzt in Almería. Um genauer zu sein, in Viator. Ist der Ort, ja Ort, Dorf ist zu wenig, es ist schon eher ein Ort, in dem Maria einige Jahre aufgewachsen ist, in der noch Verwandtschaft lebt. Und wenn man mal so strack an mir vorbeiguckt, da ist so ein Haus so in so einem Weinrot zu sehen mit ein bisschen Beige. Das ist das Haus von der Tante. Wenn ihr es jetzt nicht so gut seht, kein Problem, wir werden es mit Sicherheit noch, vielleicht nicht in dieser Folge, aber in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mal genauer zeigen. Ich glaube, auch die Tante wird mal winken in der Kamera. Kennt ihr auch keine Gnade? Das macht ihr mit Sicherheit auch. Und ihr kriegt mal einen Einblick in so ein richtiges spanisches Haus, in so ein bisschen richtig spanisches Dorf. Ja, ihr werdet auch sehen, warum man besser in Wohnmobile nicht in spanische Dörfer reinfährt. All das kommt auf euch zu. Und wir nehmen euch auch hier so ein bisschen mit ins Umfeld. Denn das Umfeld von Almería ist wirklich ein sehr schönes. Es gibt hier einen sehr schönen Strand. Es gibt hier viele schöne Strände. Es gibt ein paar interessante Sachen, sich anzugucken. Hier sind auch einige Filme gedreht worden, unter anderem Bud Spencer-Filme. Oder aber, jetzt hilf mir mal, wie hieß diese Serie, die viele geguckt haben und ich nicht kenne? Exodus? Nee, Exodus meine ich jetzt nicht, sondern... Game of Thrones oder so ähnlich, ja. Also dem einen oder anderen für euch wird das was sagen, uns nicht so viel. Also all das kommt auf euch zu und... ja, wir besuchen hier die Tante. Wir sind dann, wie gesagt, weil der Kuschel ja auch eben in der Werkstatt ist, mit dem Flieger hingeflogen, haben uns einen Leihwagen genommen. Und wenn man mal ehrlich ist, wir haben vorher auch hin und her überlegt. Also nach Südspanien runterzurötteln, das ist für Rentner eine schöne Angelegenheit. Für jemanden, der mit seinem Urlaub haushalten muss, kommt das nächste Auto. Für jemanden, der mit seinem Urlaub haushalten muss, also entweder frisst du hier Kilometer ohne Ende jeden Tag, kommst fertig wie ein Brötchen hier unten an und hast trotzdem 4 Tage Urlaub verloren, mindestens. Ja, oder du machst hier wirklich peu à peu à peu. Das heißt, du kannst hier einmal klingeln, kannst der Tante guten Tag sagen und dich abends wieder ins Auto setzen und wieder losfahren, damit du rechtzeitig wieder auf Arbeit bist. Das kann es auch irgendwie nicht sein. Das heißt, solange wie man wirklich jetzt noch auf Urlaub angewiesen ist, ist das mit einem Wohnmobil, glaube ich, keine sinnvolle Angelegenheit und auch preislich. Du setzt dich aktuell immer noch für 200, 250 Euro in Flieger hin und rück. Dafür kannst du nicht tanken, dafür kannst du keine Maut bezahlen. Und naja, wie gesagt, über die verlorenen Urlaubstage will man gar nicht reden. Ja, also insofern für uns die Flugreise jetzt dann eine runde Sache. Verwandtschaftsbesuch war unbedingt fällig. Und das mit so einer schönen Umgebung und so schönem Wetter verknüpfen zu können, das ist schon ein Privileg. Ne? Das ist richtig. Ja, und die meisten werden es ja gewusst haben, haben wir nie ein Geheimnis rausgemacht, dass du... leicht Spanisch bist. Leicht, nur leicht. Leicht an der Hoch. Ja, sag doch mal 2, 3 Sätze auf Spanisch, dass die Leute da doch glauben. Hola, ¿cómo estáis? Das war alles? Hallo, wie geht's euch allen? Das war nicht Spanisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Komm, ja, ihr Lieben, pass auf. Also folgender Plan. Tantes Haus gucken wir uns später an, das Dorf gucken wir uns später an. Wir setzen uns jetzt in den Leihwagen
fahren dann nach Sierra La Mia. Genau. Das liegt in der Sierra Nevada, ist eine heiße Quelle, so ein bisschen durch die Berge. Man kommt auch vorbei, wo Filme gedreht worden sind. Soll alles ganz interessant sein, ist der erste Einstieg hier in das Thema Spanien mit uns. Genau. Eine kleine Überraschung haben wir euch ja noch versprochen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon auf Instagram mitgekriegt. Wir machen einen Podcast. Ja. Jo, weil wir haben uns so gedacht, wenn ihr im Auto unterwegs seid, Fernseh gucken beim Autofahren ist ja so eine Sache, das sollte man ja vielleicht besser nicht tun. Aber ihr könnt uns ja hören. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir einfach mal einen Podcast. Da werden wir dann auch direkt einsteigen, werden mal die ganze Vorgeschichte so ein bisschen erzählen. Wer bin ich? Wer ist Maria? Was ist gelaufen? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Genau. Was machen wir so mit dem Wohnmobil? Das wird so 1, 2, 3 Folgen vielleicht gehen. Und dann sind wir natürlich einige auch schon im Hier und Jetzt angekommen. Und dann haben wir uns überlegt, werden wir einfach mal passend zu den Filmen, die wir so auf YouTube stellen, die ein oder andere Podcast-Folge machen. Wir werden auch ein bisschen über Technik sprechen. Vielleicht werden wir sogar irgendwann mal ein paar Interviewpartner haben. Wir wollen mal gucken, wie sich das langsam entwickelt. Auf Spotify sind wir schon. Ja, und das andere entwickelt sich jetzt so gerade. Ich muss mich da auch was reinkämpfen, fällt ja alles nicht vom Himmel, aber das kriege ich hin. Und wenn ihr da Lust drauf habt, einfach mal dann auf der einen oder anderen Plattform für Podcasts suchen. Kuschelkasten, da sollten wir die nächste Zeit erscheinen. Und ja, da habt ihr vielleicht nicht so viel Langeweile beim nächsten Mal auf dem Weg zur Arbeit oder was auch immer ihr treibt. Ihr Lieben, ab ins Auto. Wir machen mal den Schwenk hier rum. Hier ist übrigens ein Kiosk, der aber im Moment geschlossen ist. Da seht ihr das Haus von Tante. Ja, ich gebe es zu, muss auch wieder ein bisschen Farbe dran. Mal gucken, ob wir da noch zu kommen dieses Jahr. So, hier steht übrigens auch ein Camper. Keine Stehhöhe. Mal gucken, vielleicht dürfen wir da ja sogar mal reingucken bei Gelegenheit. So, und da oben der rote MG, ist der Leihwagen. Und in dem werden wir uns jetzt begeben. Und dann geht's ab durch die Mitte. Wir sind jetzt im Prinzip nur eine oder zwei, ich glaube sogar nur eine Abfahrt gefahren. Waren keine 3, 4 Minuten auf der Autobahn und schon sind wir in den Bergen. So, wenn ihr mal guckt, selbst da steht schon wieder ein Camper rum. Und was wir also definitiv bestätigen können, auch hier, deutscher Camper, da eine deutsche Camperin. So, was wir bestätigen können, es sind Wohnmobile unterwegs in Spanien, das ist der helle Wahnsinn. Ihr werdet es noch erleben, wir werden uns einige Stellplätze gemeinsam angucken.
Das ist wirklich der Hammer, was hier momentan los ist. So, wenn ihr da mal ins Tal runterguckt, ihr seht da ja diese Palmenallee sozusagen und hier vorne auch dann diese zerfallenen Gebäude und auch da hinten die Restgebäude. Das sind alles Filmkulissen, weil hier unten immer mal wieder, wie wir das schon im Anfangsgespräch erwähnt haben, also Filme gedreht werden. Aber die Kulisse hier ist ja auch wirklich der Knaller, ne? Das muss man ja mal ganz klar sagen und ja, kann man sich auch gut vorstellen. Ne? Bud Spencer-Filme sind hier, glaube ich, auch mal vor Jahren, etlichen Jahren gedreht worden in der Gegend. Ja, und die Gegend gibt es ja auch her. Ne? So, wir werden jetzt hier den Berg weiter hochfahren und kommen dann eigentlich ganz automatisch zu der Heilquelle, die wir euch zeigen wollen. Und da werden wir es uns dann ein bisschen gemütlich machen gemeinsam. So, geht wieder ins Auto, wir fahren weiter. Ja, fürs Protokoll. Meine Frau meint, wir müssen näher an die Kulissen ran. Nur damit ihr mal seht, über was wir so reden. Bin ich froh, dass das ein Leihwagen ist. Wenn wir einen Platten haben, sehe ich dich nach dem Dorf rennen. Mich? Ja, dich. Da geht aber besser jemand, der Spanisch spricht. Wer könnte das denn sein? Das kannst du sein. Ja, alles nee, klar. Ei. Aber ich habe schon gesehen, da hinten mitten in den Kulissen steht, glaube ich, ein Camper. Wir werden das vorher so überprüfen. Aber der Weg ist schon besser, als wir damals mit den Wagen ja. sind. Ja, wir sind vor etlichen Jahren, muss ich zur Vollständigkeit aber erzählen, mit einem Wagen, der der Familie gehört, der noch hier in Viator steht, schon mal hier runtergefahren. Das war aber noch viel, viel abenteuerlicher, da hatte man hier noch nicht so planiert. Seitdem wir jetzt hier wieder aktuell 1, 2, 3 Filme gedreht haben, haben sie natürlich auch die Zugehörigen so gemacht, dass die LKWs mit dem ganzen Equipment anfahren konnten und so weiter. Das hat die Sache schon vereinfacht. Beim letzten Mal war das noch nicht so wie jetzt. Gut, ich bin ja eigentlich kein Freund davon, lange Fahrten zu filmen. Aber für den einen oder anderen ist das in dieser Landschaft dann vielleicht doch interessant. Also könnte jetzt die letzten paar Meter eigentlich auch noch dranbleiben. Und dann können wir mal gemeinsam in dieser Kulisse hier einfahren und gucken, was von den vielen Kulissen da noch über ist. Viel mehr als 200 Kurven kann es eigentlich nicht mehr sein. Und wenn es so schaukelt, das will ich nicht an meinem Fahren, sondern Maria ist so zittrig. Ja, witzig. So, links, ja, links. Links macht Sinn. Da unten sind schon die Palmen zu sehen. Das sieht schon ganz gut aus. Aber die Kulisse, das muss man ja sagen, ist ja der Hammer, oder? Also diese Berglandschaft hier, das ist schon wirklich ein Knaller. Ich habe, glaube ich, noch Bilder von damals, wo ich Schulisch gedreht habe. So, da kommen die Kulissen schon. Allerdings guckt man jetzt von hinten in die Kulissen rein. Das ist ja dann zwar interessant, aber optisch nicht so der Brüller. Ne? Da sieht man mal, wie sehr wir verschaukelt werden, wenn sowas gefilmt wird. Wir fahren jetzt hier mal ran und dann werden wir mal zu Fuß ein paar Meter dahin gehen. Ups. Nimmst du das Equipment? Tja, guck mal alleine da das Gebäude. Da könntest du doch direkt einen Western drehen. Ja, da fährt ein Bus den Berg hoch, da fahren wir dann gleich auch wieder hoch. Gegeben hat, war dort oben. Ja, habe ich gerade schon gezeigt. So, und jetzt marschieren wir mal hier durch. Gucken, dass uns keine Klapperschlange fressen. Na, guckt euch das an. Echt, da geht's doch nicht mehr, oder? Wir warten darauf, dass jeden Moment einer mit der langen Flinte um die Ecke kommt. Oder mit seinem Gaul angeritten. Thank you.
Nein. Ich glaube, das war das Haus, das Stück noch an der Wand war. Noch diese Kamine. Wer Ozodus geguckt hat, sieht man das auch in dem Film. Tja, da offener Kamin. Schon stark gemacht. Und hier der einsame Busch blüht wie bekloppt. Wir haben sogar noch einen Mühlstein aufgebaut. Knaller. Ja Leute, starke Bilder, oder? Da gibt's ja wohl nichts. Das Coolste zeige ich euch jetzt noch, wer es nicht schon sowieso hier oder da mal gesehen hat im Kameraschwenk. Wenn der Kollege da hinten kein Näschen für gute und günstige Stellplätze hat, dann weiß ich es echt nicht. Der weiß, wie man es macht. Ja, stark. Wirklich stark. Und sobald wir Rentner sind, ich kann euch sagen. Wir sind oben an der Quelle angekommen in Sierra La Mia. Und hier ist richtig die Hölle los. Wir haben drei Busse gesehen, einen Schulausflug. Die Gaststätte hier oben ist gut belegt. Also hier ist richtig was los, sonst waren wir fast alleine hier. So, guckt mal da hoch. Sieht auch schon richtig cool aus. Und hier ist eine Gaststätte, hier kann man schön gleich vielleicht noch mal trinken. Das müssen wir dann mal sehen. Ich habe es noch nie so voll gesehen. Schöner Innenhof hier. Ja, und der Stern ballert. Ich kann euch sagen, viel wärmer als es aktuell ist, müsste es für mich echt nicht mehr werden. Das reicht schon voll und ganz. So, da habt ihr das mal gesehen, aber wir marschieren jetzt lieber wieder ein Stück hier runter und gucken uns die Quelle an, denn deshalb sind wir ja hier. Hier habt ihr dann eine Heilige oder einen Heiligen, wie auch immer. So, und da die Schulklasse, die für den Krawall zuständig ist. Ja, machen sie die Größe, oder? Ja, und hier seht ihr dann eben auch die heiße Quelle. 58 Grad heiß ist das Wasser. Oh, knapp 60 Grad, das ist schon ordentlich. Junge, 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 Junge. Also Temperament haben sie. Wir haben ein Glück heute. So, komm, wir schlagen uns mal hier runter. Und auf dem Rückweg gucken wir vielleicht nochmal nach der Quelle. Wenn die Kinder noch was stehen gelassen haben. So. Das ist auch sehr schön gemacht hier, dieser Park. Meine Herren, kannst du den mal zwei Nummern runterschrauben? Er hat ja ein Organ, du. Ich würde mal sagen, ich kriege gerade die Kinder. Junge, Junge, Junge. Ach nee. Und was sehen meine Augen da schon wieder?
Zweicamper. Hör mal, du kannst dich hier in Spanien bis in die tiefste Wildnis schlagen. Irgendeiner mit Wohnmobil ist immer da. Es ist nicht der Knaller. So, guck mal da runter. Das ist das Skigebiet von Almeria. Nee, Quatsch. Das, was ihr da seht, das sind alles Plastikzelte. Riesige Plastikzelte, in denen ja aktuell Tomaten in erster Linie und dann hinterher aber auch Melonen und alles andere gezüchtet wird. Je nachdem, wann man hier guckt, ist das noch viel schlimmer, dann ist das da unten wirklich alles weiß. Und naja, die Leute müssen ihr Geld verdienen, da hilft mir alles nichts. Ne? Ja. Jo. Da hinten sind die Höhlen. Ja. Da wird das Wein gelagert hier, weil es dort kalt ist. Aber das kommt von da, wenn wir einmal kurz um die Ecke gehen. Ja, viele haben ja auch hier in den Höhlen früher gewohnt. Ne? Deine Oma hat ja auch noch ganz am Anfang, als deine Oma groß geworden ist, hat sie in der Höhle gewohnt. Hört sich jetzt böse an, ist aber überhaupt nicht negativ gemeint. Sondern man kennt das ja auch aus anderen Ländern. Ich kenne es auch aus Tunesien. Aus Matmata, wenn ich mich noch richtig erinnere, heißt das Jahre her. Da habe ich mir da auch Höhlen angeguckt und ich war auch hier in Spanien schon mal in der Höhle. Nur in Spanien ist man noch viel dazu übergegangen und hat dann Häuser vor die Höhlen gebaut und hat dann von dem Haus aus noch den Zugang in die Höhle. Und ja, im Sommer, wenn hier also der Stern richtig ballert, dann ist das eine feine Angelegenheit. Vor allen Dingen damals, wenn du noch keine Klimaanlagen hattest oder auch jetzt, um halt Strom zu sparen. Denn da hast du durchgehend angenehme Temperaturen in so einer Höhle. Ne? Das kann man in so einem Haus nicht zwingend behaupten. So, Maria ist schon weiter vorgerannt. Die will unbedingt die Wohnmobile sehen und gucken, wo die herkommen. Ich würde sagen, wir schließen uns mal an. Wir haben ja gerade gesagt, überall Camper. Und hier hat man sich also ein richtig lauschiges Plätzchen gesucht. Leute, guckt doch mal. Das ist doch mit Geld nicht zu bezahlen. Das ist wirklich der Knaller, wenn man hier stehen kann. Ja, Maria unterhält sich schon nett. Das werde ich jetzt auch machen. Das sind nämlich Deutsche. Im Übrigen, da unten steht auch noch jemand. Ja, und wie gesagt, ach so, die Höhlen zeige ich euch noch eben, die Höhlen. So, guckt mal da. Da oben die Höhlen. Und in einer von diesen Höhlen ist Marias Oma als Kind noch ja, zur Welt gekommen, ein paar Jahre aufgewachsen. Auch ein Knaller, oder? So. Wir machen jetzt hier noch so einen kleinen Camper-Talk und dann gucken wir wahrscheinlich noch mal eben an den heißen Quellen vorbei. So läuft's. Wir versuchen es noch mal an der Quelle. Die Kinder sind mittlerweile abgewippt. So, erzähl uns mal was. Ja, 58 Grad kann ich auch lesen, der Rest nicht. Ja, hier steht drin, dass am 29.2012 das Wasser als Heilwasser deklariert worden ist für die Medizin. Und ja, und später dann, das ist halt von dem Roman, der kam. Tja, also Heilwasser im Übrigen haben wir auch schon häufiger kanisterweise hier geholt für die Tante, denn die trinken das seit Jahr und Tag, weil es gesund ist. Und das kannst du wenigstens trinken, das Leitungswasser in Spanien ja bekanntlich nicht. So, und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Das Gespräch übrigens mit den Kollegen und Kolleginnen da unten gerade war sehr nett, sehr angenehm. Die haben noch einige Tage, fahren morgen weiter. Ja, tolle Angelegenheit. Und wir gehen jetzt ins Auto und fahren wieder den Berg runter. Ja.